Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist wieder Samstag, das heißt, heute ist Hörspielzeit, also für die Kakerlakenparty. Ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben zusammengefasst zu einem Hörspiel ohne meine Einsprecher dazwischen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag, meine Zuckerstange. Was möchtest du mir denn schönes, süßes verkaufen? Na? Hallo? Ja? Hallo und schon guten Tag. Kann ich bitte mit Herrn Zog sprechen? Ja. Ich grüße Sie. Olivia ist am Apparat von der Firma Grow Prime. Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz schnuckelig. Hat heute schon Berg gemacht. Nochmal bitte? Ja, ich habe heute schon einen Berg gemacht. Also, ich melde mich, um ein paar Informationen Ihnen zu geben, wie es bei uns funktioniert. Ja. Brauchen Sie eine Duftprobe? Guten Tag. Na, was möchten Sie denn verkaufen? Nix. Naja, da ist wohl jemand nicht so geschäftstüchtig. Guten Tag. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hm? Ich grüße Sie, Laura Poster am Apparat. Ich melde mich von London Stock Exchange und ich habe gerade Ihre Daten bekommen, dass Sie Interesse gezeigt an Online-Trading. Haben Sie schön abgelesen und schön die Daten eingekauft. Ja. Schönen Tag, dann wünsche ich Ihnen. Scheiß Betrüger. Halt mal. Such dir mal einen anständigen Job. Ja, irgendwas Sinnvolles, anstatt den ganzen Tag damit. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Puschi. Ja, Lulu Puschi hier. Herr Lulu Puschi, Nina Maas am Apparat, Kontoberaterin von der Finanzielle Börse. Herr Puschi, ich kontaktiere Sie bezüglich wegen Ihrer Anmeldung auf dem unserer Bitcoin-Werbung. Sie haben Ihre Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Richtig, ja? Ja, da bei Amazon, ja? Bei der Amazon, genau. Herr Puschi, ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin. Ich bin verantwortlich für Ihre Handelskonto. Du, pass mal auf, dass das Betrug ist, das wisst du, glaube ich, selber, ja? Bitte? Dass das Betrug ist, wisst du, glaube ich, selber, oder? Schnucki Putzi? Was für ein Betrug, was meinen Sie? Na, der, du das da ist das machst? Erste Mal, Herr Puschi, Sie sind angemeldet worden auf dem so blöd, Amazon, ja? Mal, was ich ihr sage. Fehlt es eigentlich? Bei dir ist irgendwie eine Schraube locker, wa? Nö, nur, dass sie nur stumm gemacht. Und quatscht aber nicht mit mir. Ist doch noch eine Leitung, Puschi. Ja, immer noch eine Leitung, Puschi. Glaubst doch nicht, dass irgendeiner Lulu Puschi heißt. Tja, so ist es, ne? Es wird dir Hirn hinten runtergefallen. Gut, dann leg ich mal jetzt auf, ja? Tschüssi. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Herr Toffel. Emilia, mein Name. Ich rufe Sie von ExpressTrade.com an. Das ist Online-Trading-Plattform. Also ich habe gesehen, Sie haben sich bei uns ein Online-Handelskonto registriert, ja? Deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Wann habe ich das denn gemacht? Wie bitte? Ja, wann habe ich denn das gemacht? Also glaube ich, Sie haben eine Webanzeige gesehen und dann Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Adresse ein Handelskonto registriert. Ja, wann denn? Also, vor 4 Tagen. Das stimmt nicht. Okay, das ist gelogen. Woher weiß ich Ihre Daten, Ihre Handynummer und Ihre E-Mail-Adresse? Ja, haben Sie irgendwo gekauft? Nein. Doch. Haben Sie kein Interesse? Ich habe kein Interesse an so einer Betrugsfirma. Das stimmt nicht, ja? Doch, doch, das stimmt. Habe ich bei YouTube gesehen. Das zeigen da ganz viele Leute. Echt? Ja, da gibt es ganz viele Videos. Das ist komisch, ja. Okay. Wenn Sie kein Interesse haben, tschüss. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ja, tschüss, Betrüger.
Ja, guten Tag. Was ist denn da am Apparat? Hallo, spreche ich mit Toffel. Was? Hallo, spreche ich mit dem Sean Toffel? Ja. Super, mein Name ist der Michael Berger. Ich rufe gern von der Finanzabteilung bei Gamer Pros. Wie geht's Ihnen? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich versuche, Ihnen zu helfen, oder wollen Sie nicht, dass ich Ihnen helfe? Aha, das spielt eine Rolle, wie es mir geht, wenn Sie mir helfen wollen. Schauen Sie, ich habe wirklich keine Zeit zu verschwenden. Es tut mir leid, ich versuche Ihnen zu helfen und Ihnen das Geld auszahlen, ja? Das hier Nee, Sie meinen, Sie wollen das Geld mir aus der Tasche ziehen. Sie wollen das Geld aus der Tasche ziehen. Ich versuche Ihnen das Geld zurückzuschicken. Ich wollte gerade nach Ihren Bankdetails fragen, um Ihnen das zu schicken. Ja, ja, wenn Sie das sind ein Betrüger. Betrüger, Betrüger, Betrüger. Super. Super, ich bin ein Krimineller. Betrüger, wenn Sie das sagen, und ich wünsche Ihnen immer noch alles Beste. Nee, das wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, du verreckst. Oh, okay. Ciao, ciao. Wiedersehen. Guten Tag. Hallo? Ja. Guten Tag. Meine Also ich rufe Sie wegen der köstlichen Registrierung an. In der köstlichen Registrierung? Ja. Schauen Sie mal, es geht um Online-Trading. Ja, und ich sehe, dass Sie haben kürzlich bei uns registriert. Ja. Richtig, oder? Ja, wo denn? Hallo? Ja, wo denn? Hast du doch nicht mal gesagt bis jetzt. Du kannst doch nicht also alle sagen, bei Bitcoin, Krypto. Er ist immer noch nicht gesagt, wo. Ja, schauen Sie mal, Sie haben Ihr Interesse an Bitcoin gezeigt, okay? Ja, wo denn? Das rufe ich Sie an. Ja, und ich habe jetzt 536 mal gefragt. Bei der Werbung. Ja, bei der Werbung ist bei keine der Aussage. Werbung. Kann es sein, dass da irgendwas fehlt in Oberstübchen? Das muss locker. Ja, besonders intelligent sind wir nicht, wahr? Okay, Herr Reininger, sagen Sie mal, ist es, sind Sie aber haben Sie sich gerade aus dem Müllkörbchen geholt oder wo kommst du her? Ja, so sind Sie dafür interessiert, oder? Kriegt man noch Antworten? Reiniger, schau mal. Ah, sehe, da fehlt an Intelligenz. Sie haben zweimal sich mit verschiedenen Nummern registriert, ja? Okay? Wusstest du, dass der Bratwurst rund ist? Ich habe Gefühl, dass momentan Sie zeichnen den Anruf auf, okay? Nee, ich habe das Gefühl, dass dein Gehirn einfach nicht ganz mit Sauerstoff versorgt wurde. Ich glaube, du hast zu lange der FFP2-Maske getragen. Kann das sein? Okay, schauen Sie mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, auf jeden Fall. Danke nicht, du Betrüger, Lady. Ja, bitte. Wie kann ich denn behilflich sein? Das war's. Wer stört? Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Spreche ich mit Herrn Voldemort? Ich melde mich von der London Stock Exchange und ich habe gerade gesehen, dass Sie Interesse gezeigt an Onlinehandel. Ja, beschäftigen wo ich Sie? Gemacht? Wie bitte? Wo habe ich das denn gezeigt? Sie haben eine Anmeldung gemacht. Wo denn? Bei dem globalen Börser. Wann denn? Wie bitte? Wann denn? Ich habe Sie nicht gehört. Nochmal bitte. Ja, wann? Wie wann? Ja, wann habe ich die Anmeldung gemacht? Also, letzten Monat haben Sie das Anmeldung gemacht. Mhm. Ich habe Sie angerufen, nur damit ich mit Ihnen ein paar Informationen mitteilen. Beschäftigen Sie sich jetzt? Nee. Okay, und sind Sie darüber informiert, wie das geht und wie das funktioniert? Nee. Sind Sie nicht? Okay. Kann ich mit Ihnen ein paar Informationen mitteilen, wie mit unserer Firma funktioniert es? Na dann los. Okay, also unsere Firma heißt ltdfx.com. Und für die neuen Kunden, die also keine Erfahrung mit globaler Börse haben, also wir haben das Möglichkeit, dass wir werden Ihnen eine professionelle Broker geben, damit er für Sie also die ganze Arbeit machen und dann Ihnen belohnen, damit Sie das also selber oder später selber machen können. Und auch also für die Kunden, die keine Erfahrung haben, geben wir das Möglichkeit, damit sie uns testen. Was bedeutet das? Also für jedes Kapital, was wir zum Beispiel von uns investieren, sie werden
50% Bonus bekommen. Und mit diesem Bonus können wir eine Woche für Sie arbeiten, damit Sie uns testen können, wie werden wir für Sie arbeiten. Und in einer Woche Zeit, dann können Sie eine Auszahlung probieren von unserer Seite. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann können Sie weiterarbeiten. Wenn nicht, dann können Sie sagen, okay, Laura, ich will nicht mehr mit Sie arbeiten und Sie können sofort aussteigen. Und wie viel kann man da verdienen? Wie bitte? Wie viel kann man da verdienen? 20-30% ist für Sie. Von was? Wie bitte? Von was? Positionen öffnen und Positionen schließen. Für eine Position können Sie 30 Euro. Am Tag können Sie 3-4 Positionen eröffnen und können Sie für 120 Euro zum Beispiel. Also nicht jedes Tag ist gleich, aber Sie werden also Geld verdienen. Mhm. Für jede Position, was Sie eröffnen. Haben Sie da auch schon investiert? Wie bitte? Haben Sie da auch schon investiert? Ich habe ja. Ja. Ich habe schon. Also vor einer Woche habe ich 400 Euro gewonnen. Mhm. Möchten Sie, dass ich Ihnen jetzt also mein Unternehmen zeigen kann, den Namen von meinem Unternehmen und wo wird also das Handelskonto sein? Ja, wie heißt denn das Unternehmen? Wie bitte? Wie heißt denn das Unternehmen? ltd-fx.com. ltd-fx.com. Ja. Dann gucke ich mal hin. Okay. Ja, hallo. Hier ist die Deutsche Kariesberatungsstelle. Einen wunderschönen guten Tag. Matthias Novak am Apparat. Aus welchem Drecksloch rufst du denn an? Wie bitte? Aus welchem Drecksloch du anrufst? Rufe ich Ihnen aus Österreich an. Ach, verglückt. Wo Sie natürlich eine schlechte Erfahrung mit Onlinehandel schon mal gehabt hätten. Nee, haben wir nicht. Noch nicht? Die einzige schlechte Erfahrung ist du. Wie bitte? Du bist die einzige schlechte Erfahrung. Wieso denn mal? Kann ich Ihnen... Gucke in den Spiegel, dann weißt du es. Wie bitte? Ich sage, gucke in den Spiegel, dann weißt du es. Ja, ist ein Spiegel. Seine Spiele. Ja, du magst Ziegen, ne? Nein, du bist eine Ziege. Nee, du magst ja die Ziegen. Ja. Du bist Zingerficker. Ja, nee, das bist ja du. Also, ehrlich zu sagen, bin ich ein Finanzberater mit den höchsten Filialen in Österreich. Du bist maximal lächerlich, aber nicht Finanzberater. Nein, nix lächerlich. Ja, lächerlich bist du. Ja, dann erzähl mir doch mal was vom Finanzmarkt, dann kann ich dich auslachen. Okay, kann ich Ihnen ja gerne erklären, aber Sie sollen einen Betrag, eine Einzahlung tätigen. Ja. Und wer macht sowas? Das machen doch bloß dumme Leute. Warum, du Melo? Warum haben Sie diese Meinung, du kleine Hurensohn? Warum hast du diese Meinung, ein kleiner? Warum hast du diese Meinung? Nur weil du doof bist und ein Betrüger. Ich bin Betrüger oder Sie sind ein Hund? Nee, du bist Betrüger. Ich meine, guck dich doch mal an, da wo du da sitzt, in Albanien, in irgendeinem Drecksloch. Wo sitze ich? Ja, in Albanien. Sitze bei deiner Mutter, du verfickte Hurentochter. Mensch, ich sitze in Deutschland. Du kannst dich aber schön artikulieren. Ich sitze in Österreich mit den Hauptfilialen in Wien, in Guck mal, der lacht sich aber schon im Hintergrund aus, so peinlich ist das, was du da von dir gibst. Das ist doch... Nein, richtig. keine Lacht Hintergrund. Der glaubt doch keine Sau, was du da von dir gibst. Das ist doch komplett albern. Was ist das? Das ist doch nur lächerlich. Mein lieber Kunde, auf jeden Fall, wenn Sie kein Geld haben, es ist nicht ein Problem. Auf jeden Fall ich kann arbeite ja mehr ich. Geld zu haben als du, weil du hast es ja nötig, die Leute zu bescheißen. Nein, das mag ich also ja warum machst gar du denn, warum machst du denn so einen widerlichen Job, wenn du da angeblich so ein tolles System hast, wo du reich wirst? Warum hast du da nicht selbst investiert und bist reich geworden? Hat ja scheinbar nicht funktioniert, wa? Das sage ich Ihnen ja. Auf jeden Fall, wir spielen auch auf dem Markt. Ich als deine Finanzberater. Das heißt Markt. Ja, natürlich. Wir nicht spielen Market. Ja auch. Markt. Wie bitte? Okay, erzähl da deinen Quatsch da weiter.
Deine Aktien mit meiner Aktien sind nicht gleich, weil ich komme aus Italien. Ich weiß nicht, ob Sie mal... Albanien. Was? Hört sich zwar genauso an, aber ist was anderes. Nein. Muss man dir ja erklären, ja, ich weiß. Das okay, wo ist alles nicht so ganz alleine auf der Kette. Aber ich meine, wir wissen ja, dass du jetzt nicht unbedingt so dolle hier... Okay, wo wohnst du in Deutschland? Wo wohnst du in Deutschland? Ich meine, sicherlich hast du bestimmt früher öfters beim Rollschuhfahren mit der Nase auf die Straße gebremst, weil irgendwoher musst du ja kommen. Das verstehen wir ja alle. Aber was wir nicht verstehen ist, warum du die Leute bescheißt, weil das ist halt nein, das mag ich ja nicht. Nein. Warum du Menschen um ihr Geld betrügst, die so schon nichts haben. Weißt du, versuch's doch einfach bei deiner Familie. Dann erzähl doch deine Familie deinen Quatsch. Dann bräuchtet ihr alle das Geld nicht, wenn ihr da reich werdet mit dem ganzen Blödsinn. Ein kleiner Moment. Dann kannst du dir dieses peinliche Telefonieren auch sparen. Und schon hat sich das alles erledigt. Aber da wir alle wissen, dass das... Ein kleiner Moment, du verfickter Hurensohn! Ein kleiner Moment! Das haben wir ja nur auch schon festgestellt. Fick deine Mutter, du Bastard! So ist es halt, ne? Ich schwöre es dir, du bist... Ein kleiner Moment, du kleiner Hurensohn! Ich schwöre es dir... Okay, wo wohnst du in Deutschland, treffen wir uns und fick ich deine Familie und deine Mutter und Oma und Opa und Schwester und große Oma und große Vater und fick ich... Und biege ich dich in Arsch, in Mund, in Ohren, in keine Ahnung, deine Mutter, in Muschi, in Arsch, in Mund, in Ohren, in Nase, in Haare, überall. Nur mein kleiner Stift. Fick deine Mutter und fick deine alle. Verfickte Hurensohn. Ja, mach doch selber mit deiner Mutter, wenn ihr das so toll findet. Wo wohnst du in Deutschland? Das ist aber schon ein bisschen eklig, ne? Wenn man so mit den Eltern so das mag, ne? Ich meine, das von dir kommt. Wo wohnst du in Deutschland? Zeigt ja auf jeden Fall. Ich schwöre dir, wenn du vor mir bist, krieg ich deine Familie, okay? Ja? Wir werden uns sehen. Dein Name habe ich. Dein Nachname habe ich. Deine Hauptsätze habe ich. Fick deine Mutter dann. Okay? Hast du das auswendig gelernt? Oh, das soll dein Mutter machen. Oh, nicht du. Da hast du ja so richtig schön aus. Einen wunderschönen guten Tag. Mit welcher Evolutionsbremse spreche ich denn da? Hallo, how are you? Ah ja, genau, mit dieser Evolutionsbremse. Was möchtest du denn heute aus deinem Gesicht fallen lassen? I speak with Mr. Andreas Scott. Ja, das ist aber sehr intelligent, was er da so von dir gibt. Ah, du kleiner Hund. Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben mit dir. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, deine Mutter. Ja, das ist schön. Soll sie dir zuwinken? Ja. Kannst du wieder nicht, ne? Bist ja fehlvoller was in der Birne. Wie bitte? Ja. Wen möchtest du denn sonst noch so grüßen? Wo ist deine Mutter, habe ich gesagt. Ja. Die sitzt doch gerade auf dir. Neben dir. Nee, auf dir. Sagst du deiner Mutter, dass sie soll ihnen blasen? Ja, aber die sitzt doch bei dir, also kannst du ja doch selber sagen. Nein. Doch? Ja. Und sonst so? Ich habe eine Frage an Sie. Nee, die wird aber nicht beantwortet. Ich habe mal eine Frage an dich. Nur eine Frage, ja. Ich lege auf. Ist dein Gesicht genauso hässlich wie deine Ausdrucksweise? Eine Sekunde. Wie ist besser für dich? Gehst du in Schule oder Blasen? Ja, ich glaube, da ist irgendwie eine Gehirnstörung bei dir, wa? Wie gesagt, ich vermute immer noch, dass du Snickers angeflogen kommen, was gefroren war. Das ist absolut, das hört sich absolut nach Snickers-Schaden an. Oh, ich frage das dir auch, ist absolut totalitärer Snickers-Gehirnschaden. Tut mir ja sehr leid, aber ich kann das ja auch nicht ändern. Ne? Der Tag, an dem mein Snickers in seinem Gehirn verschwand. Ich frage Ihnen nur eins. Ja, du kannst doch gar nicht mal reden. Was willst du denn da überhaupt fragen? Egal, ne? Ich sage ja, egal, genau. Hauptsache einfach irgendein Dünnschiss vor sich her geblabert. Muss ja nicht mal Sinn machen. Hauptsache, wir haben irgendwas ins Telefon gerülpst, ja? Mehr kannst du nicht. Och Mensch, ist ja niedlich mit dir. Das ist ja wirklich herzallerliebst. Mensch, du kleine Schnuckelpuffe. Schnuckelpuffer, ne? Kannst du gut, ja? Wenn du was machen kannst, dann ist es scheiße labern. Und das kannst du richtig, prima. Ist ja auswendig gelernt alles, ja? Schön. Naja, aber muss ja auch armselige Menschen auf dieser Welt geben, ne? Ja. Ich kann ja nicht nur die mit den Hirnschaden geben. Muss ja auch ein paar armselige sein. Weil irgendwoher... Ist es halt. Ja, bitte. Hallo.
Hallo, guten Abend. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen und guten Leitung. Tag. Mhm. Hallo, hören Sie mich? Ja. Am Telefon ist Sandra Moretti, ich rufe von Monitoringabteilung. Wie geht es Ihnen? Was ist denn Monitoringsabteilung? Ich rufe so bezüglich Ihrer Anmeldung, Sie haben Interesse an Onlinehandeln gezeigt. Ach so. Mhm. Aha, da haben Sie Erfahrung im Finanzmarkt oder gar keine? Ja, ja, also ich haben Sie Erfahrung? Mit welchen Produkten haben Sie Erfahrung? Sagen Sie nochmal. Nur alte Fernseher und alte Socken, Flipper, sowas. Ach so, haben Sie mit Profi gearbeitet oder alleine? Mit was? Was alleine bitte sprechen Sie mit mir, ja? Und machen Sie gar nichts. Was denn? Was meinen Sie denn? Okay, jetzt ist es besser. Haben Sie mit Brocki gearbeitet oder alleine? Sagen Sie nochmal. Ich habe den Stand immer alleine aufgebaut bis jetzt. Da hat mir keiner geholfen. Achso. Achso, und jetzt wollen Sie nochmal Konto öffnen, ja? Was meinen Sie? Und Sie haben gerade in unserem System für Onlinehandel angemeldet. Achso. Mhm. Und nun? Das höre ich ja, ich bin da. Ja. Hm? Herr Gerald, können Sie Ihre Nachname sagen? Geburtsfehler. Wieso? Okay. Aha, und wann haben Sie erstmal Einzahlung gemacht? Eine was? Einzahlung. Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrung im Finanzmarkt, ja? Ja, aber nicht mit Einzahlern. Wie bitte sagen Sie ein bisschen laut, ja? Mit Einzahlern kenne ich mich nicht aus. Ach so, und sagen Sie nochmal, mit welchen Produkten haben Sie gearbeitet? Ja, meistens schon mit alten Fernseher oder Schlüpfer, Socken waren auch schon mit dabei. Je nachdem, was so gerade innen war. Ach so. Ja. Ach, Hanna. Und wie lange Profit haben Sie? Was? Wie viel Profit haben Sie gemacht? Nicht, da habe ich nicht mitgerechnet. Wie bitte? Da habe ich nicht mitgerechnet. Was machen Sie jetzt? Jetzt mache ich gerade Eiswürfel. Sagen Sie nochmal, was machen Sie jetzt? Jetzt mache ich gerade Eiswürfel. Können Sie gar nichts machen und mit mir sprechen? Na, wie meinen Sie das denn? Ich habe Ihnen doch gesagt, was Sie gefragt haben. Sehen Sie, ich kann nicht in Ihnen hören, ja? Was? Was können Sie kann nicht? Ich kann nicht Sie hören. Ach so. Dann müssen Sie mal lauter machen bei sich. Sagen Sie ein bisschen laut, ja? Nee, Sie müssen bei sich da lauter stellen. Okay, mache ich. Liebe, und wann haben Sie erstmal Investment gemacht? Wie meinen Sie das? Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrung im Finanzmarkt, ja? Wann haben Sie Investment gemacht erstmal? Ich habe ja Geld bekommen. Ich habe ja nicht investieren müssen. Oder meinen Sie jetzt den Tapeziertisch, den ich gekauft habe? Ja, ja. Ich meine, haben Sie Kryptowährungen auch? Was ist das? Sie machen Trade und haben Sie keine Erfahrung mit Kryptos? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, kenne ich mich nicht mit aus. Was meinen Sie denn da? Das müssen Sie mir einmal genauer erklären. Wie bitte? Das müssen Sie mir einmal genauer erklären. Achso, dann kommt da nichts mehr, oder wie? Ja. Okay, tschüss. Was denn? Einen schönen guten Tag. Mit wem spreche ich da bitte? Hallo, einen schönen guten Tag. Hm? Sie sprechen gerade mit Alexander Liebmann. Aha. Herr Stinkerze. Ja, grüße Sie. Mhm. Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Gunther Stinkerze. Ja, am Apparat. Schönen Apparat zu haben. Ja, ich rufe Ihnen über dem Online-Handeln, da wo Sie ein Interesse gezeigt haben. Wo erinnern Sie sich? Wie bitte? Wo war denn das? Über dem Online-Investment, über dem Bitcoin. Ja, und wo war das? Über Online-Handeln, also Online-Trading. Sie sind in Online-Handeln registriert und Ihre Daten sind bei Online-Handeln mit Interesse gezeigt. Ja, und wo war das? Wo war das? So wie ich es gefragt habe. Sie haben es ja richtig wiederholt. Wo war denn das? Die Interesse.
in Online-Handel, Online-Investitionen, Bitcoin, Ethereum, Oil Profit, Gas Profit, in diesen Aktien. Aber erst sie brauchen ein Konto aktiv zu stellen, damit sie wissen dann, wo wollen sie handeln. Na, aber wollen Sie nicht erstmal die Frage beantworten? Wie bitte? Na, wollen Sie denn nicht erstmal die Frage beantworten? Aber ich antworte Ihnen. Nee, eigentlich nicht. Wie, wo war das? In Online-Handel war das. Über eine Werbung, was Sie gesehen haben. Ja, es ist ganz einfach. Ja, aber was war das denn für eine Werbung? Wollen Sie mir das es war sehen? Über den Dildos. Sie haben Dildos gesehen, wollten Sie Dildos kaufen und deswegen ist das Werbung gekommen. Ja, dann kann es ja keine seriöse Firma sein, um die es geht. Ja. Und schauen Sie nicht so mehr, so viel. Ausländerbehörde? Hallo? Hallo, guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Gerald? Ja. Gut. Herr Gerald, ich rufe Sie aus dem Finanzmarkt. Ja, ich möchte wissen, wie ist Ihre Familienname? Ja, so wie es da bei Ihnen steht, denke ich mal. Wie bitte? So wie es da bei Ihnen steht, denke ich mal. Ah, aber ich denke nicht so. Das ist das Problem. Ach so, ja gut, dann kann ich nichts dafür. Haben Sie da können Fehler Sie gemacht? Ihre Personalausweis uns schicken, damit wir können Ihre Identität verifizieren und nur dann dein Konto aktivieren? Ja, aber ich verschicke doch nicht meinen Personalausweis. Der bleibt schön in meinem Portemonnaie. Das schickt so, man nicht wenn Sie, in Bank ein Konto aktivieren, geben Sie keine Dokumente, Herr Gerald? Was für so, Dokumente? Da braucht man doch Postident. So, ohne Verifizierung werden wir nichts machen, ja? In diesem Fall, ich werde einfach Ihre Daten löschen. Ja. Okay, gut, tschüss. Ja, wiedersehen, Betrüger. Schönen guten Tag. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Patrick Larsson am Telefon. Ich spreche mit der Sean Steinfeger. Ja, der Sean Steinfeger am Apparat. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Hier den Umständen entsprechend. So, Steinfeger, ich melde mich von Investment Academy, von der Globalis Börse. Wir sind eine Online-Handel-Plattform. Toll. Und heute Ihre Nummer ist ausgewählt von unserer Firma, weil wir haben gesehen, dass Sie Interesse gezahlt mit Online-Handel gehabt, ja? Beschäftigen Sie sich mit der, wir haben ein System, wir sehen alles die Kunden, wo hat Interesse gezahlt, eine Werbung gesehen von unserem Unternehmen, ein Kontoeröffnung und so weiter. Meine Frage für Sie ist, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Haben Sie schon mal Erfahrung mit Trading oder nur Interesse gezahlt oder etwas per Internet gelesen? Wie bitte? Haben Sie keine Erfahrung, Interesse auch? Haben Sie? Weil wenn Sie Interesse haben, ich kann Ihnen das alles erklären, Informationen zu teilen, unser Unternehmen versteht, Möglichkeiten auch und die Angebote. Ja. Wenn ich fragen darf, Steifinger, sind Sie jetzt gerade zu Hause? Haben Sie einen Computer dabei? Weil ich wollte mit Ihnen unser Unternehmen zeigen. Können Sie das selber schauen mit einem Auge und können Sie auch besser verstehen? Ja. Haben Sie einen Computer, ja? Sind Sie von der Computer jetzt? So was besitze ich, ja. Habe ich einen eigenen. Der gehört mir. Also den habe ich ganz alleine gekauft. Okay, ich wollte mit Ihnen zuerst über unser Unternehmen sprechen, über unsere Möglichkeit und von dem Market zum Beispiel, wir beschäftigen alles Market, wie Kryptowährungen, Aktien, Forex, Rohstoffe. Aber können Sie ein bisschen, können Sie zum Beispiel Bitcoin, Tesla, DAX 30? Sie wollten noch was erzählen. Okay, ich kann Ihnen das erzählen. Warten Sie ganz kurz, weil ich kann mit einem guten Expert von unserem Unternehmen Verbindung. Okay? Hallo, guten Tag. Ja, Sie sind jetzt der Expert. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Ich habe Sie angerufen, weil ich habe gerade... Ja, bitte? Ihr Kollege hat angerufen. Ja, haben Sie Erfahrung gehabt mit Onlinehandel? Habe ich doch alles schon beantwortet. Ja. Hallo? Mhm. Hallo, schönen guten Tag, egal. Wie geht's Ihnen an? Entzückend. Freut mich sehr. Angela Berger spricht am Apparat und ich rufe Ihnen an wegen der Anmeldung, die Sie gemacht haben für Onlinehandel.
Haben Sie schon Erfahrungen mit Online-Handeln, Herr Gerald? Herr Geburtsfehler heißt das nicht, Herr Gerald. Bitte? Herr Geburtsfehler ist mein Name. Ah, Geburtsfehler. Ja. Der Nachname. Ja. Okay, entschuldigen Sie mich. Haben Sie schon Online-Handeln probiert, Herr Geburtsfehler? Ja. Okay, und was für eine Erfahrung haben Sie? Eine gute oder eine schlechte Erfahrung? Ja, ist bis jetzt immer alles pünktlich angekommen. Alles pünktlich? Mhm. Okay, perfekt. Also, ich habe Ihnen angerufen. Angerufen? Ihnen, unsere... Was ist los mit dir, Mann? Du kannst was? Mir sehr was? Gut verstehen. Ja. Geburtsfehler, was ist das? Was für ein Nachname ist das? Na, ein Deutscher. Ein Deutscher ist nicht... Doch. Jetzt, ich habe dir angerufen, unsere Plattform zu vorstellen. Nein, du. Nee, und Sie. Jetzt, ich möchte nicht von Ihnen geduzt werden. Öffnen Sie Ihren Computer. Wie meinen Sie das öffnen? Dann verliere ich doch die Garantie, wenn ich den aufmache. Öffnen Sie Ihren Computer, habe ich gesagt. Ja, aber dann verliere ich doch die Garantie. Öffnen Sie Ihren Computer, habe ich gesagt. Nee. Doch. Nee, das mache ich Sie nicht, nur weil Sie das machen. Sagen. Mm-mm, werde ich nicht. Ja, Sie werden es jetzt machen. Nee. Doch. Also, wenn Sie der Meinung sind, können Sie ja der Meinung bleiben, aber ich mache es ja nicht. Sag es nochmal. Ich sagte, Sie können ja der Meinung bleiben, aber ich mache es ja trotzdem nicht. Aber du wirst das machen, das Sie. Ist das Problem. Du wirst das machen. Heißt Sie. Weil, wenn wir das, wenn du das nicht machst. Sie. Du. Sie. Du kleiner Hund. Ja, du kleiner Hund, wenn du das nicht machst, ja, dann lache ich dich aus. Was hast du gesagt? Ich sage, dann lache ich dich aus. Wenn du kleiner Hund das nicht machst, wie gesagt, dann lache ich dich werde aus. Werde ich deine Daten weiter teilen. Ja, ist nicht schlimm. Okay. Dann kommen die anderen auch auf YouTube. Wie gesagt, ich werde deine Daten weiter teilen. Dann kommen die anderen auch auf YouTube. Ja. Und dann, du wirst nur mit, du wirst ja. Erzähl mehr von deiner Familie. Du wirst Anrufe bekommen. Das heißt immer noch Sie. Und deinen neuen Namen wird Bobby sein. Weißt du, das Bobby heißt ist ein sehr schöner Name für einen kleinen Hund, so wie du. Ja. Das heißt weißt du Sie. Das? Weißt du das, Bobby? Das Bobby, Geburtsfehler! Sie. Hurensohn! Verpiss dich! Das bist du selbst. Verpiss dich! Nee. Hurensohn! Ich muss grad nicht, aber danke der Nachfrage. Geburtsfehler wäre mein Name. Hallo? Ja. Hallo, Bobby, was machst du? Kleinhund. Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Nein. Doch. Ich habe es nicht verwählt. Ja. Nein, du bist ein kleiner Hund. Weißt du, warum ja, ich dir angerufen habe? Du bist eine Betrügerin. Du, weißt eine Kriminelle. Du, warum ich dir... Ja. 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 Was sagst du, kleiner Hund? Weißt du, ja. Wo ich deine Mutter gefunden habe? Bei auf einer Toilette? Puff. Ja, bei einem Puff. Im Puff auf einer Toilette. Mit Laila. Mit Laila einer Hund, so wie die, so ja. Wie du. Meine Mama und heißt Laila. Ich weiß nicht, wer deine Mutter ist. Nee, aber ich dachte, du hast nein. Meine Mutter ist gefunden. Aber vielleicht ja, auch mal versuchen, ein bisschen Deutsch reden vernünftig. Weil du ja, ja nicht richtig nur gut. Deutsch, weil bei ich dir kommt ja nur Kakerlakisch. Ich kann Deutsch sprechen, wie du kleiner Hund. Wie ein Kuh aus Müll. Ja, ich habe, ja. Wie gesagt, ich habe deine Mutter mit drei Hunden Hunde in einem Puff. Pommes. Puff. Pommes. Nein, es ist ein Puff, da wo ja. Schlampe mit deiner Mutter arbeiten. Ja. Ja, da und hat sie arbeitet dich mit als Hunde, Vorbild genommen, denke ich mal. So wie du, ja? Hurensohn. Ja. Na, das kommt alles von dir. Erzähl mehr von deinem Zuhause und deinem guten Umgang, den du zu Hause genossen hast. Ich habe einen Hund. Soll ich... Ja. Soll ich... Der tut mir leid. Ja, soll ich deine Mama Weil nehmen? Hunde dürfen doch gar nicht von Betrügern gehalten werden. Soll ich deine Mama nehmen, weil sie gefällt Hunde. Die Laila? Ja, es ist in einem Puff ja. Mit drei ja. Hunden. Ja, bei Laila.
Hat sie Erfahrung mit Hunde? Ja. Ja, hat sie Erfahrung mit deinem Vater? Mit deinem Vater? Dein Vater ist am Hund. Nee. So wie du. Doch, nee, aber das könnte bei dir gesagt, ja. Deine Mutter hast, das könnte bei dir zutreffen, dass deine Eltern irgendwelche Tiere waren. Weil da kommt ja nichts Vernünftiges bei raus. Und dann bist du ja noch so normal an, damit wir gleich noch ein bisschen mehr Material für YouTube haben. Machst du dir ja selber schwer, dein Leben zu sein scheint. Und du auch nicht wirklich viel in deinem... Guten Tag, hallo? Hier ist der Puff von Laila. Hallo, hören Sie mich? Ja. Spreche ich mit Herrn Geburts richtig? Geburtsfehler. Ah, Geburtsfehler. Entschuldigen ja, Sie mich. Geburtsrichtig. Ah, okay. Ich heiße Demir und ich rufe Sie von einem aus Puffabteilung. Von der Puffabteilung rufe ich Sie an. Ich ja, wollte mit Ihnen kurz reden. Ja, hört man ganz klar an deiner Stimme raus. Was ist das Problem? Ja, man hört das ganz klar an deiner Stimme raus, dass du aus dem Puff anrufst. Wie alt sind Sie? Das verrate ich dir nicht. Zu alt für dich, mein kleines Kind. Wieso sprechen Sie so mit deiner Frau, bitte? Na, du bist doch keine Frau, du bist doch nur Abfall. Ich bin keine Frau, was bin ich? Abfall. Abfall? Ja, das, was in den Mülltonnen reinkommt, was von den Leuten in Orange abgeholt wird, von denen können die so wenig bezahlt werden. Können Sie es kurz auf Englisch sagen? Ich habe es nicht verstanden. Ja, tja, das könnte an deiner komischen Intelligenz liegen, die irgendwo zwischen Mond und Mülleimer aufgefasst wurde. Sind Sie Philosoph vielleicht? Ja, ist ja sehr interessant. Oh, ja. Oh. Herr Geburts, richtig. Gucken Sie mal. Nee, ich Geburtsfehler. Rufe Sie. Ah, Geburtsfehler, entschuldigen Sie mich wieder. Ja, ich weiß, Sie können nicht so gut Deutsch. Das Sie haben Sie ja schon bewiesen. Sie haben eine Anmeldung gemacht bei der Puff-Abteilung und deswegen habe ich mich gemeldet. Ja, ich wollte einen neuen Puff für meine Laila. Sie möchten einen neuen Puff für was? Für meine neue Laila. Die habe ich gekauft. Neue Laila. Sie haben eine neue Laila gekauft. Ja, die habe ich vom Puffmarkt. Was ist Laila? Die Laila. Aus... Können Sie es auf Englisch sagen? Nee. Guck, wir sind hier in Deutschland. Mal, ich checke es mal kurz. Laila. Ja. Wie schreibt man das? Tja, das wüsste man vielleicht so als Deutscher. Oh mein Gott, ich kann das nicht finden, sowieso. Ja, ich hoffe, das ist eine gute gedacht, Wort. Dass die Intelligenz da irgendwo aufhört. Also Sie sind sehr schlau. Ja, das ist richtig. Wie alt sind Sie, bitte? Tja. Ich interessiere mich an Ihnen. Ja, das ist ja eklig. Ihre Stimme ist so attraktiv. Ja, das weiß ich, das höre ich jeden Tag. Kann ich auch mit Ihrer Mutter kurz sprechen? Meine grenzenlose Bescheidenheit. Kann ich mit Ihrem Vater sprechen? Ich sehe auch nebenbei noch gut aus, aber Bescheidenheit ist ja immer wichtig. Warum machen Sie Anmeldungen bitte ab und zu? Ab und zu melden wir, weil macht Spaß. Geht ja. Macht ist ja Spaß. Kostenlos. Ja, steht ja kostenlos und dann kann man das ja mal ausnutzen. Das werde ich benutzen für meine YouTube-Videos, wissen Sie ja, das? Ja. Haben Sie einen YouTube-Channel? Nee. Wie heißt Ihr Kanal? Warum nicht? Wie heißt denn Ihr Kanal? Mein Kanal. Geburtsrichtig heißt mein Kanal. Ach so. Nett. Genau. Sie sollen bei der Puff-Abteilung 500 Euro investieren. Werden Sie das machen? Ja, was kriege ich denn da für eine Gegenleistung? Mit oder ohne Zunge? 10 Prostituten. Kriege ich dich da höchstpersönlich? Dekorieren die dich denn vorher mit Erdbeeren oder... 10 Mädchen werden Sie kriegen. Aber ich wäre dafür, dass wir das Gesicht mit Schokolade vollkippen, weil dann muss ja, man das nicht vertragen, natürlich. Weil wenn du da den Mund aufmachst, das ist dann, dir vergeht an mir die Lust. Ihren Wunsch ist eine Befehlung für uns. Ja, das klingt gut. Ja, mit was werden Sie die Einzahlung machen? Mit meinen Händen. Oder vielleicht machst du das auch mit deinen Händen. Ich meine, kommst du ja aus der Puffabteilung. Nein, wir werden es mit Ihrer Kreditkarte machen. Benutzen Sie eine Kreditkarte? Nee, mit meiner Kreditkarte will ich es nicht machen. Okay, für die Einzahlung werde ich Sie kurz morgen anrufen, okay? Jetzt, ich habe noch einen anderen Termin. Ja, aber vergessen Sie nicht, während des Anrufs mit dem Finger aus dem Fenster zeigen. Weil wenn der Blitz einschlägt, dass er auch richtig trifft. Ich werde es bestimmt vergessen. Sie können Sie an mich erinnern, wieder morgen. Das ist halt so mit der Intelligenz, ne? Die ist halt begrenzt. Bis morgen. Ja, bis morgen, Laila. Ja, bitte. Hallo, spreche ich mit Gerd Solsteiner?
Mit wem spreche ich? Sehr schön. Hier ist Nina Gross. Ich melde mich von Behörde, ja? Finanzaufsichtsbehörde. Wunderschönen guten Tag. Bitte, wie ist Ihnen heute, Herr Stefan Steiner? Alles gut bei Ihnen? Ich verstehe Sie kaum. Ihr Mikrofon ist so schlecht eingestellt, dass man Sie kaum versteht. Okay. Soll ich nochmal anrufen gleich bei Ihnen? Jetzt ist besser. Jetzt ist besser, wunderbar. Also, Herr Steiner, ich melde mich von FCA, Finanzaufsichtsbehörde von Auszahlungsabteilung, ja? Wir haben hat keine Auszahlungsabteilung. Ach, Herr Steiner, wollen Sie das Geld bekommen oder nicht? Die FCA hat keine Auszahlungsabteilung. Davon abgesehen habe ich nie Geld eingezahlt. Also, darauf alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gutes. Sein. Ich wünsche Ihnen alles Bestes. Tschüss. Ja, Betrüger. Ja, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche gerade mit dem Herrn Klaus Thaler. Ja? Super, freut mich, Herr. Es ist Roman, Roman Hof am Apparat. Wie geht es Ihnen zuerst? Alles gut? Nö. Nicht gut? Ja, Herr Thaler? Was denn? Ich wollte dich fragen, ob deine Mutter immer noch an dem gleichen Puff arbeitet? Aha. Was sind denn Sie eigentlich für einer? Wie bitte? Sie sind also einer von den Betrügern. Von welchen Betrügern, Herr? Du bist ein Betrüger. Unverschämter Betrüger. So, arbeitet Ihre Mutter immer noch an dem gleichen Puff? Ich werde mal heute besuchen. Ja. Ah, okay, alles klar. Verpiss dich dann. Schönen Tag noch. Ja, ebenso, Betrüger. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Mhm. Schönen guten Tag. Mein Name ist Regina Meyer. Spreche ich mit Herrn Gerald, stimmt's? Nee. Sie sind nicht Herr Gerald? Gerald ist mein Vorname. Ach so, Sie sind Herr Gerald Geburtsfeller, stimmt's? Ja. Sehr gut. Wie gesagt, mein Name ist Regina Meyers. Ich bin Kontoberaterin von Immediate Edge German und ich habe gesehen, dass Sie haben Interesse mit Online-Handlung, ja? Sie haben unsere Werbung gesehen und danach Sie sind angemeldet, stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie doch wissen. Bitte? Müssten Sie doch wissen, ob das stimmt. Oder überprüfen Sie denn nicht die Daten, woher Sie die kaufen? Herr Geburtsfeller, wie ich in meinem System sehe, Sie haben vor 10 Minuten bei unserer Werbung gesehen und nee. Angemeldet. Stimmt das? Nein? Nein, das stimmt nicht. Sie haben nicht Registration gemacht? Nö. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, dann wohin bekommen diese Daten Ihre Namen, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse? Ja, weiß ich nicht. Das müssten Sie doch überprüfen. Das müssen Sie machen, bevor Sie die kaufen. Hallo. Hallo. Ja. Guten Tag. Ich heiße Jack. Ja. Und ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. Wie geht's Ihnen heute? Von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Können Sie jetzt so sagen, ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. So heißt die Firma. Stock DC. Ach so. Und nun? Ja, Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns, deshalb rufe ich Sie. Und was ist der Grund? Können Sie mir sagen, was bedeutet Ja, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns, deshalb rufe ich Sie, okay? Okay, und warum? Okay, ich möchte mit Ihrer Schleuse sprechen. Sagen Sie mir, möchten Sie Ihr Konto aktiviert oder nicht? Ja, ich weiß ja gar nicht, worum es geht, genau. Auf Ihre Handelskonto. Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns, Geld zu verdienen um das Finanzmarkt, okay? Wann denn? Vor 4 Monaten. Ach so. Und da rufen Sie jetzt an? Ja, genau. Aha. Aber ich verstehe den Grund Ihres Anrufs noch nicht so richtig. Ich möchte mit Ihrer Schleuse sprechen. Schönen Tag noch. Tschüss. Tja, kann ja los. Ja, bitteschön. Schönen guten Tag, hier spricht der Herr Meyer, grüße Sie erstmal. Mhm. Und zwar, ich rufe heute an, um Ihnen ein paar Informationen über Online-Handel zu teilen, Online-Trading. Aha. Wissen Sie vielleicht, was das ist, oder haben Sie irgendwelche Erfahrungen damit gemacht? Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, wo Sie die Daten eingekauft haben. Sie haben die selber hingelegt, keiner hat die gekauft. Nee, ich habe die nirgendwo hingelegt. Bitte nochmal? Ich habe die nirgendwo hingelegt. Sie haben ja früher Werbungen angeschaut von Online-Handel, von Bitband-Unternehmen, von uns also. Nee. Und, wo soll ich denn die angeguckt haben? Im Internet. Wo nee, sonst? Das geht ja gar nicht. Ich habe ja bloß ein ganz altes Telefon. Ja, wir leben in 2022. Das kann ja nicht sein. Möchten Sie mich hier anlügen oder wie?
Nö, wenn, aber ja, Sie, okay, dann Sie sind doch ein Lügner und ein Krimineller. Sie sind doch ein Krimineller. Tschüss. Sie sind Betrüger. Deutsches Abzockercenter? Hm. Wen wollen Sie denn abzocken? Hm. Genau dran. Deutsches Kanackentelefon, schönen guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Carsten Antonia Scott ist mein Name. Wie geht es Frau Ihnen? Frau Kut, also so wie die braune Wurst auf der Straße, wo die Hunde da hingemacht haben. Wie bitte noch einmal? Wie die braune Wurst auf der Straße, da wo die Hunde hingemacht haben. Braun. Also ich rufe Ihnen von dem Firma Globales Börse, Herr Carsten. Ja. Und, aber warten Sie mal, ich muss jetzt erstmal mein Schnitzel aufessen. Wenn ich mein Schnitzel aufgegessen habe, können Sie nochmal anrufen. Bitte langsam, weil ich verstehe Sie nicht. Ja, ich habe gerade den Mund voll, also gleich. Was haben Sie? Den Mund voll. Den Notfall? Ein Notfall? Nee, kein Notfall, den Mund voll. Ach, ist doch egal. Ich habe jetzt keine Zeit. Sie haben jetzt keine Zeit, haben Sie gesagt. Ja. Also, okay, kein Problem. Ich rufe Ihnen, wenn Sie Zeit haben. Bitte gib mir eine wichtige Uhrzeit, dann kann ich Ihnen noch einmal anrufen. Ja, einfach nochmal irgendwann probieren, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Kalender hier. Bis später. Wie bitte? Ja. Hallo? Okay, gib mir eine Uhrzeit, dann kann ich Ihnen versuchen. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay, bitte gib mir eine Uhrzeit, dann kann ich Ihnen noch einmal versuchen, weil das ist sehr wichtig für Sie. Herr Exwell, hallo? Was ist denn? Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo? Ja, was ist denn? Hallo, guten Tag. Hallo? Ja, bitte? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Gerolde? Ja. Lukas Reck am Apparat, Herr Gerolde, und ich melde mich von Economics Handelsblatt. Was für ein Lukas? Lukas Reck. Aha, okay. Also. Und ich melde mich von Economics Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Aha. Und der Grund meines Anrufs ist wegen Ihrer Anmeldung in unserem Unternehmen. Haben Sie früher mit dem Online-Handel zu tun gehabt oder ist das erste Mal, dass Sie traden möchten? Nö, ich habe da ganz viel Ahnung. Wie bitte? Na, ich habe auf Ihre Frage geantwortet. Ja, ich habe Sie leider nicht sehr gut verstanden. Nee? So ein bisschen lauter im Hintergrund, vielleicht mal die Musik ein bisschen leiser machen, dann würden Sie was hören. Ja klar, haben Sie recht. Ja. Und ist das erste Mal, dass Sie investieren möchten? Oder haben Sie früher das gemacht? Na, habe ich doch gerade schon geantwortet. Ja, aber was haben Sie geantwortet? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ach so, da habe ich gesagt, ja, da habe ich ganz viel Ahnung. Haben Sie viel Ahnung? Ja. Also, das heißt, dass Sie schon Erfahrung haben. Also, es war gute oder schlechte Erfahrung? Ja, eine gute. Ich habe ja selber gehandelt, ja. Also haben Sie selber gehandelt? Na klar. Das freut mich. Ja, mich auch. Also, die Anmeldung, dass Sie in unserem Unternehmen gemacht hätten, möchten Sie mit uns arbeiten? Jo, ich weiß nicht mal, welche Anmeldung. Wann habe ich mich dann angemeldet? Beim Economics haben Sie angemeldet, vor einer Woche. Ja, und wann? Vor einer Woche? Nee, das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein? Nee. Okay, dann einen schönen Tag wünsche ich Sie. Wenn Sie keine Anmeldung bei uns gemacht hätten. Wünsche ich mir auch. Und verpiss dich jetzt. Ja, das kannst du auch machen. Betrüger. Ah, es war ein Hurensohn. Nee, das bist ja du. Du bist ja ein Kriminell. Hier ist die gute Gudrun. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Was heißt Lukas denn, mein Schätzchen? Wie bitte? Ja, was denn los? Also, Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Economics, Handelsplattform. Nicht Lukas Preis? Lukas Reck am Apparat. Ach so, ich dachte Lukas Preis. Nee. Also, nee? Ich melde mich von Economics, Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Ui, das tut mir aber leid. Und wieso? Das klingt ja sehr traurig. Sehr traurig? Ja. Schade. Also, der Grund meines Anrufs ist wegen Ihrer Anmeldung in unserem Unternehmen, Herr Steiner.
Nee, das stimmt ja nicht. Haben Sie früher mit dem Online-Handel zu tun gehabt? Ja. Und wie war Ihre Erfahrung? Entzückend. Sehr gut, das freut mich. Ja, mich auch. Also, möchten Sie mit uns arbeiten? Was habe ich denn davon? Wie bitte? Was habe ich denn davon? Also, es geht wegen Online-Investitionen. Wenn Sie investieren möchten in einem lizenzierten Unternehmen mit einem professionellen Broker, haben Sie den richtigen Unternehmen gefunden? Ja, habe ich. Ja, klar haben Sie. Jetzt, wie viel ist der Betrag, dass Sie investieren möchten? Ja, was ist denn 7 mal 12? Wie viel? 7 mal 12. 7 mal 12? Ja. Okay, warte ganz kurz, bitte. Geht es nicht um Kopf? Doch, es geht um Kopf. Ja, aber brauchst du einen Taschenrechner? Okay, dann benutzen Sie Anydesk? Nee. Nee, TeamViewer? Nee, ich hab da was ganz Abgefahrenes. Okay, wie möchten Sie Ihrem Konto aufladen? Mit einem Kreditkarte oder mit dem Bank überwiesen? Na, gar nicht. Gar nicht? Ja. Aber wie möchten Sie investieren? Na, auch nicht. Auch nicht? Nö. Und warum sagen Sie das nicht am Anfang? Da haben Sie doch nicht am Anfang gefragt. Und ich dachte mir, ich kann noch ein bisschen Zeit vom Betrüger verplempern. Möchten Sie mit uns arbeiten? Ja, haben Sie gesagt, nee, oder? Nee, ich nicht. Ich habe das aufgezeichnet. Ach, das können wir uns nochmal anhören. Ach so. Ja. Ich habe gedacht, dass Sie mit uns arbeiten möchten. Nee. Aber leider ist es nicht so, weil es gibt auch solche Hürensohne, so wie Sie. Ja, ist halt so, wenn man Betrüger ist, ne, dann... Ja, bitte. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Janowski. Bin ich also im Gespräch mit dem Herrn Walter Schaukelpimmel, bitte? Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ich melde mich also von der Auto-Trading-Software, Herr Schaukelpimmel, da wo Sie auch bei uns einen Account angemeldet haben, mit der E-Mail gegal.lauterbach@ddr.gmbh. Ist das noch korrekt, bitte? So, also Herr Schaukelpimmel, ich weiß nicht jetzt, wie Sie sich da angemeldet haben, weil wir machen verschiedene Werbung bei Amazon, bei Höhle der Löwen. Sind sehr noch andere Werbung, die wir stattgefunden haben, aber ich frage mich, ob Sie schon mit jemandem ins Kontakt kommen könnten. Hat sich jemand da gemeldet oder wurden Sie nur von verschiedenen Leuten nur belästigt, Herr Schaukelpimmel? Ja, haben nur ganz viele Betrüger, so wie Sie, angerufen. So wie ich? Ja. Und wie könnten Sie das beweisen, dass ich ein Betrug bin, bitte? Erst. Ja, weil Sie nicht bei Amazon Werbung machen und bei Höhle der Löwen auch nicht. Das ist eine Fake-Werbung. Wir machen Werbung überall. Nee, wenn macht er nicht. Glaub, das ist gelogen. Machen wir auf jeden Fall. Ja, machen Lügner. Sicherheit. Doch, du bist ein Lügner. Ein krimineller Lügner. Na, können Sie und sagen, was Sie sehr wollen. Schlechter. Können Sie sagen, was Sie wollen. Ja. Ich verdiene mein Geld ganz gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, aber machen Sie illegal. Na, ist schon ganz gut. Wir machen das illegal schon. Machen ja, weiß ich. Das darf das jeder machen, jeder darf traden und wir machen das mit. Auf jeden Fall. Nee, erstmal darf nicht jeder traden, sondern nur jeder über 18. Und zum Zweiten darf man damit keinen Betrug begehen. Ja, auf jeden Fall, jeder über 18 ist ja logisch. Was wollen Sie denn meinen? Kann ein 17-Jähriger hier etwas machen? Um Gottes Willen. Das braucht man nicht zu nennen, aber das muss man auch schon wissen. Kriminelle Betrüger, die das ausnutzen. Danke, Mensch, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, Betrüger. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag, Herr Günther. Ja. Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Economics Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Ah, also einer von den Betrügern. Was für ein Betrüger, du verfickter Hurensohn. Na guck, schon hast du es bestätigt. Schwanzlutscher, Wichser. Genau. Wie kann ich dir helfen? Hallo, schönen guten Tag, Herr Betrüger. Ja. Lukas Reck am Apparat und ich melde mich von Economics Handelsplattform. Es geht über Online-Investitionen an der Börse. Das ist aber toll. Ist das toll? Ja, klar ist das toll, weil Sie können Geld verdienen von zu Hause. Ja. Haben Sie früher mit dem Online-Handel zu tun gehabt oder ist das erste Mal? Nee. Ist das erste Mal? Ja. Okay. Ich erkläre Sie ganz gut, wie es funktioniert, Herr Trüger. Ihnen, nicht Sie. Wie bitte? Sie erklären Ihnen, nicht Sie erklären Sie. Ich erkläre Sie. Nee, Ihnen. Sorry. Ja, mein Kopf ist
Katastrophe jetzt, weil ich habe mir für, also 5 Minuten bevor ich Sie anrufe, ich habe mit einem Kunde gesprochen, aber der ist sehr dumm im Kopf und der macht mich kaputt, jedes Mal, dass ich mit der anrufe. Mhm. Ja, also, aber ich möchte mit keinem Geschäfte machen, der so redet. Wie bitte? Ich möchte mit keinem Geschäfte machen, der so spricht. Wie spricht? Also wie Sie. Wie spreche ich? Ja, Sie ziehen über Ihre eigenen anderen Kunden her und beleidigen die. Das möchte ich nicht. Damit ist es kein Ja, Fall. Klar, weil er ist ein Dummkopf. Er weiß Bescheid. Und genau. So wie Sie auch. Sie auch sind ein Dummkopf. Ja, ja. Ja. Klar. Aber immerhin bin ich kein Betrüger. Was für ein Betrüger? Na, du bist ein Betrüger. Ja, schauen Sie Ihren Nachnamen, Betrüger. Betrüger. Ja. Haben Sie den B vergessen oder wie? Guck mal, wo haben Sie den B verloren? Auf dem Weg von zu Hause? Ja. Ach so, es tut mir sehr leid. Ja. Schade. Deine Geschichte ist, ich weine jetzt. Ja, toll. Bitte legen Sie auf, ich weine jetzt. Ich habe auch kein Handtücher. Nee, ich warte, bis du aufgelegt hast. Okay. Sie haben eine Textnachricht von 00492119367398 erhalten. Die Nachricht lautet, wir haben Ihnen gerade eine E-Mail wegen einer neuen Forderung gegen Sie zugesandt. Bitte dringend zurückmelden oder WhatsApp unter https://ecg.nrw/700283357. Sie können sich auch im Schuldnerportal einloggen, um Info zu erhalten oder Zahlung zu vereinbaren. https://schuldner.nrw/quicklocken?@@700283357 und #848497bar5d. Sie haben eine Textnachricht von 00492119367398 erhalten. Die Nachricht lautet, wir haben Ihnen gerade eine E-Mail wegen einer neuen Forderung gegen Sie zugesandt. Bitte dringend zurückmelden oder WhatsApp unter https://ecg.nrw/700283357. Sie können sich auch im Schuldnerportal einloggen, um Info zu erhalten oder Zahlung zu vereinbaren. https://schuldner.nrw/quicklocken?@@700283357 und #848497bar5d. Ja. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Maria Braun am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, ich weiß, dass du eine Betrügerin bist. Sie haben Interesse gezeigt über Online-Handel. Wir sind vom Finanzamt. Nein? Doch. Warum denken Sie so? Ja, hört man ja schon an der Musik im Hintergrund. Ja, und? Das ist unsere Firma. Ja, schäm dich. Ja. Sie haben eine Anmeldung gemacht, Sie haben Shame kein Interesse und... Okay, alles klar. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Scham. Ja, Steinfeger. Hallo, ich bin Barbel. Ja, ich bin Barbel, Ihre Leitende-Berecherin. Ich möchte Ihnen die richtige Information über Kryptowährungen geben. Wissen Sie etwas über Krypto? Was soll ich denn darüber wissen? Ja, wissen Sie etwas über Krypto oder Kryptowährung? Ja, was soll ich denn darüber wissen? Okay, ich möchte gerne wissen, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben. In welchem? Bitte? Ja, in welchem? Okay, ich werde Ihnen genau zeigen, wie Sie bis zum Gewinn machen und richtige gutes Geld verdienen können, ja? Lassen Sie mich das erklären, was Sie machen, dann treffen Sie bitte Ihre Entscheidung, ja? Ich werde ich weiß einige doch selber, wichtige Punkte. Was? Bitte? Ja, erzählen Sie. Okay, ich werde einige wichtige Punkte erläutern sehen, okay? Aha, na dann, los. Okay. Kryptowährung ist ein digitales Geld, funktioniert wie Euro oder Mr. Dollar, damit wir was kaufen, verkaufen oder umtauschen können, ja? Aber die nicht anfassen können. Aber Preis von Kryptos ändert sich immer. Mit richtigen Infos und richtigen Zeitpunkt kann man gutes Gewinn bekommen, ja? Also soll ich unsichtbare Sachen kaufen, die man nicht sehen kann und nicht anfassen und nicht riechen und nicht schmecken? Nein. Ich helfe Ihnen auf dem öffentlichen Plattformen beim Registrierungsprozess anfangen.
Auf dem Markt gibt es zwei Plattformen. Eine ist private Plattform, wo arbeiten Sie mit dem Broker. Also wenn ich Ihnen da noch länger zuhören muss, dann kommt da was Flüssig hinten in Hose. Das ist ja schon braun, was Sie da erzählen. Was ich brauche? Was? Einen Moment bitte, warten Sie bitte kurz. Ah? Eine ist private Plattform, wo arbeiten Sie mit dem Broker und machen Sie Handel. Und zweite ist öffentliche Plattform. Öffentliche Plattform? Wo Sie Leithänder... Wie bitte? Die ist offen, die Plattform. Und so die Tür offen belassen, oder wie? Nein. Nee? Wo Sie Leithänder, Beraterin arbeiten müssen und machen Sie nur Investitionsprozesse. Eine wichtige Sache in diesem Bereich ist, dass es nicht Ihre Privatgeld zu anderen Konten verweist. Haben Sie da auch jemanden, der Deutsch kann? Weil Sie versteht man ja nicht. Verstehen Sie nicht? Nee, haben Sie da jemanden, der Deutsch kann? Sprechen Sie auf Deutsch? Ja, wäre schön, wenn ich da auch jemanden bekommen könnte, der Deutsch kann. Ja, aber ich bin Ausländer, ja? Ja, und das gefällt mir nicht. Das ist meine Arbeit. Ja, aber ich verstehe dich nicht. Okay, ich will wiederholen. Ja, dann müssen wir nochmal von vorne. Ganz langsam. Okay. Ja. Ich helfe Ihnen auf dem öffentlichen Plattformen beim Registrierungsprozess anfangen. Was ist öffentlich? Das ist Sextrade. Wissen Sie Sextrade? Sextrade? Oder das hört sich ja an wie eine Sexplattform. Was habe ich denn damit zu tun? Nein. Oder Binance. Wissen Sie, was ist das? Was für Beine? Wer hat ja. Beine? Okay. Ist das ein Theaterstück, was Sie da vorspielen? Nein. Auf dem Markt gibt es zwei Plattformen. Eine ist private Plattform, wo arbeiten Sie mit dem Broker und machen Sie Handel. Und zweite nee, ist ich arbeite bei Aldi an der Kasse. Ich nicht verstanden, was gesagt. Ja, deswegen habe ich ja nach jemandem Deutschen gefragt, der vernünftig Deutsch kann. Hallo? Ja. Ja, hallo, schönen Tag, Herr Sigmund Voldemort. Was denn? Ja, mein Parat ist Luca May. Ich melde mich wegen Ihrem Handelskonto, Herr Voldemort. Sie haben sich also auf unserer Webseite registriert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name Wann und denn? Name. Bitte? Wann denn? Das war vor einer Woche. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Na, vor einer Woche habe ich mich nirgendwo angemeldet. Wann haben Sie sich denn wieder registriert? Das müssen Sie mir doch sagen können. Hier steht auf meinem System vor einer Woche. Vor einer Woche. Ja, das stimmt nicht. Wann denn bitte? Da waren die Daten gerade gekauft. Die Daten wurden gekauft? Mhm. Muss nein, ja dann vor einer Woche nicht. Gewesen sein. Ja, vor einer Woche. Nee. Und Sie? Sie haben sich hier wieder registriert? Nee. Doch? Nee. Wann denn bitte? Ne, gar nicht. Gar nicht. Die Daten einfach gekauft vor einer Woche. Fertig. Hier bitte. Ja? Hallo, guten Tag. Bin ich richtig mit der Karl Stoffel? Mhm. Sind Sie am Apparat zu haben? Wie geht es Ihnen, Herr? Entzückend. Was möchten Sie denn? Mein Name ist Martin, ich bin ein Finanzexperte und ich melde mich gerne wegen einer Anmeldung, die Sie in die Börse gemacht haben. Aha, was ist denn für eine Anmeldung? In die Börse online, Onlinehandel. Aha, und auf welcher Seite? Trader Aktiv heißt die Seite. Aha. Bin ich richtig, ja? Weiß ich nicht. Wie bitte? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich erkläre nochmal. Haben Sie eine Information gelesen oder ein Video geschaut, wie können Sie mit den Aktien von Tesla und Amazon handeln kann? Nee. Aber ich habe bekommen, die Ihre Daten aus diesem Grund, ja? Aha. Mhm. Ja, bitte. Hallo? Ja, guten Tag, Thomas Andersson am Telefon. Spricht der Papa Dick? Was? Spricht der Herr Popper? Ja. Ich grüße Sie. Ich bin Thomas Andersson. Ich melde mich von Investor Academy, Herr Popper. Wir sind eine Online-Handel-Plattform. Ja, aber nicht der ganze Name. Ich muss schon den ganzen Namen sagen. Mein Name? Nee, mein. Nicht immer nur dein den Name halben. Dein Name ist Popper. Pike, ich weiß es nicht, Fick. Ja. Sie haben einen schönen Nachnamen, Fick. Ja. Kannst du alles ficken? Sollen das? Wie bitte? Das ist lustig.
So, ich mache Spaß, Papa. So, Papa, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Haben Sie schon mal Erfahrung mit Trading? Nee. Achso, gut. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Tag noch. Aha, na dann. Okay, heftig. Kannst du etwas spiegeln? Oder dein selber auch. Ja, guten Tag, grüß dich, Herr Reichmann hier. Herr Reichmann hier, wie geht es Ihnen? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Ihnen, Herr Poppe. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich bin Kontomanager, es geht über Online-Trading, Herr. Aha. Warum reden Sie mit mir in dieser Methode, was haben Sie? Sie haben mit mir gesprochen und mit meinem Assistenten. Ich bin der Kontomanager, Herr Reichmann hier, von FCM Group. Oder ja, vielleicht, die bekommen viele Anrufe. Ich möchte Ihnen normalerweise informieren über das Konto, was Sie registriert haben. Trading, aha, Online-Handel. Öl, Gas, Kryptowährungen, Indizes. Ja, und wozu brauche ich das? Bitte? Wozu brauche ich das? Kannst du mit mir über das Konto sprechen, Entschuldigung. Ja, habe ich doch. Ich habe doch gefragt, wozu brauche ich das? Bitte? Wozu brauche ich das? Haben Sie Computer dabei, Herr? Nee, einen Computer kann man nicht dabei haben. Das nennt man da einen Laptop, wenn man den dabei haben soll. Laptop haben Sie? Nee, einen Computer kann man nicht dabei Laptop haben. Das ist grammatikalisch falsch. Ah, okay, okay, okay. Wo sind Sie gerade? Gästezimmer. Jetzt im Wohnzimmer. Entschuldigung. Und jetzt im Flur. Und jetzt im Büro. Okay. So, kannst du bei dem Computer, habe ich Ihnen gesagt, selbst anschauen, die Event. Warum habe ich Sie angerufen? Über diese Trading? Nee, habe ich jetzt keine Lust. Online-Trading ist kaufen und verkaufen, mein Freund. Wir haben gekauft ein Produkt mit einem günstigen Preis und jetzt wir haben eine Nachforschung für dieses Produkt und jetzt wir verkaufen das, damit wir ja gute Profite erwirtschaften. Deswegen habe ich Sie angerufen. Und das glauben viele Leute? Wie Sie? Nee, ich nicht. Warum nicht? Ja, weil das Abzocker und Betrug bei euch ist, mehr nicht. Wo ist dieser scheiße Betrug? Zeigen Sie mir. Ja, das hört man schon an deiner Aussprache. Ah, mein Gott. So, Leute wie Sie, was früher schlechte Erfahrungen gehabt, reden jetzt mit dieser Methode. Sie haben eine schlechte Erfahrung. Warum legst du mit mir in dieser? Ja, hab ich ja nicht. Mein Gott. Wie Sie möchten, kein Problem. Ich bin hier nicht mit Ihnen, um zu spielen. Ciao. Ihr seid ja Betrüger. Das war's schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Schreib noch gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Hasst mich nicht für meine Worte. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.